ich bin Satinka Amalia von der Sorceress Academy und hier geht es jetzt um den Seinsweg und um die Seinswerkstatt. Und hier möchte ich dir etwas anbieten. Geplant ist jetzt hier ab dem 15. Ich weiß, alles sehr spontan. Aber du kannst auch jederzeit noch danach dazukommen. Eine Telegram-Gruppe, wo du einen Heilungsweg mit uns allen gemeinsam gehst. Das heißt, wir bilden eine Gruppe, die Bewusstsein, Transformation und Heilung explodieren lässt. Mein Ziel dabei ist es, dass die Absicht, dass Gott wieder durch uns erfahrbar wird. Das heißt, dass wir uns erinnern, wer wir wirklich sind und wer sind wir wirklich. Dieser Moment. Und dieser Heilungsweg, Transformationsweg bedeutet hier, dass wir gemeinsam uns alle Dinge anschauen, wo wir in Konflikt sind. Entweder mit unserem Gegenüber, also mit unseren Mitmenschen, Partner, Job, Geld, Krankheiten, alles, was aufschlägt, Kinder, alles, was da ist. Und ich möchte, dass wir es schaffen, alle Gesetze, alle Konzepte, die wir erlernt haben, zu eliminieren, sodass wir zu einem formlosen Wesen werden. Und dieses formlos bedeutet, dich interessiert die Welt nicht mehr. Du bist in der Welt, aber du hast im Grunde nichts mehr damit zu tun. Du hast deine Welt angehalten. Und das wird eine sehr, sehr spannende Reise. Ich selbst habe keine Ahnung, was passiert. Ich lasse meinen inneren Führer hier arbeiten. Ich stelle meinen Körper als neutrales Gefäß zur Verfügung, damit mein Lehrer durch mich wirken kann. Und das ist auch das, was du lernen wirst. Ich weiß auch nicht, wie lange das dauern wird. Ich habe auch da keine Informationen. Ich bin also jetzt nicht diejenige, die da ruft, 21 Tage machen wir das, das und das und du bekommst das, das und das und das kostet so und so viel. Das wirst du von mir nicht hören. Nichts davon. Das, was du hier erleben wirst, ist kostenfrei. Das Einzige, was ich von dir möchte, ist, dass du mir, wenn du dabei sein willst, eine E-Mail schreibst. Unten findest du die E-Mail-Adresse und mir schreibst, warum du dabei sein willst. Dann bekommst du einen Link und dann bist du auch schon dabei. Du nimmst dir die Zeit, die du brauchst. Es wird Tage geben, wahrscheinlich Weihnachten, wo du nicht so viel Zeit hast. Du hast alle Zeit der Welt. Das Gute ist, wenn du das Gefühl hast, dass dein Ego-Denksystem dich so überrumpelt mit dem Ding, ach, lass das, das ist alles nur Mist und bringt dich nirgendwo hin, oder beim Meditieren zu dir sagt, komm, gehen wir Kaffee trinken, dass du durch den Ansporn der anderen diszipliniert bleibst. Das ist das, diesen Anspruch habe ich, ne? Weil sonst bringt uns das hier nichts. Wir werden uns also nicht ausruhen, sondern wir werden
arbeiten und trotzdem wird es ein Ort der Liebe, der Freude, der Leichtigkeit und eben der Transformation und Heilung werden. Warum kostet es nichts? Das ist jetzt etwas, das ich mit mir selbst eingehe. Das ist ein Vertrag, den ich mit der Absicht habe. Das bedeutet, ich lasse die Absicht durch mich wirken und ich werde von der Absicht erhalten. Des Weiteren lerne ich, was es bedeutet, Geld wirklich aus Liebe zu empfangen und eben auch zu geben. Und das ist etwas, was du tun kannst, aber das wird vielleicht etwas dauern. Wenn du mir jetzt etwas bezahlen würdest, dann würdest du es aus einer Erwartungshaltung tun. Das heißt, du bekommst was von mir und du musst etwas geben und du hast auch gleichzeitig eine Erwartung an mich, die ich dir vielleicht, so wie du es glaubst, nicht erfüllen werde. Auch das ist das. Wir haben ein gewisses Konzept an Gott, an die Absicht. Wir haben eine Idee, wie wir Dinge haben wollen, wie wir Dinge erfahren wollen. Und hier dürfen wir zurücktreten und die Absicht machen lassen. Und meistens kommt das ganz anders, als wir glauben. Aber es ist genau richtig. Hier geht es jetzt darum, zu lernen, aus Liebe zu geben. Das heißt, zu erkennen, dass Geld nichts anderes wie Liebe ist. Und da habe ich dann eben schon wieder die nächste Vision dahinter. Ich möchte die Welt befreien von der Idee, dass Geld schuld ist, dass Geld Macht ist, dass Geld nur kommt, wenn wir hart arbeiten, dass Geld das Ding allen Übels ist und, und. Ja, du weißt schon. Und dass zum Beispiel Kriege entstehen, weil es um Geld geht. Diese Dinge möchte ich eliminieren und dazu beitragen. Keine Ahnung, ob wir es schaffen. Ja, das ist auf dem Weg des Kriegers ja immer völlig egal. Ne? Wichtig ist, dass wir es tun. Ich möchte, dass die Welt da draußen erkennt, was der Überfluss Gottes bedeutet und dass wir es bereits sind und somit keinen Grund mehr haben, darüber nachzudenken, sondern uns wirklich auszurichten, in die Stille gehen und einfach empfangsbereit sind. Ja? Wenn ich jetzt hier einen Preis drunter schreiben würde, dann würdest du mir das möglicherweise oder ziemlich klar, weil das etwas ist, was hier auf der Erde in ganz große Ladung hat, du würdest es mir möglicherweise aus Schuld überweisen. Und ich möchte in diesem Raum keine solchen Dinge haben. Ja? Also es ist auch für mich eine ganz, 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 ganz neue Lernerfahrung. Und wir werden sehen gemeinsam, was hier passiert. Du wie ich werden immer wieder lernen, was es bedeutet, von der Absicht erhalten zu sein. Und was es bedeutet, immerwährend in der Liebe zu sein, in der Freude zu sein, in der Leichtigkeit zu sein, glücklich zu sein. Und was es bedeutet, diesen Energiekörper zu sein. Oder wie es in Taisha Abelas Buch heißt, mit dem Doppelgänger zu pirschen. Also es wird sehr, sehr spannend. Und wir werden aber
diese Dinge selbst erfahren. Das heißt, wir legen mal alles auf die Seite, was wir bisher gelesen haben, was wir bisher geglaubt haben, was wir bisher dachten, dass es so ist, und werden lernen, nur auf unseren inneren Lehrer zu hören und somit das Wissen in die Welt zu tragen, dass die Wahrheit ist, ja, dass das wirklich von der Absicht kommt. So, das ist hier wirklich ein großes Experiment. Du wirst in diesem Telegram-Kanal, den ich schon gemacht habe, wirst du immer regelmäßig was erhalten, was du tun darfst oder was wir eben gemeinsam tun. Und es wird eine Austauschgruppe geben. Das ist schon mal klar. Aber ich weiß nicht, was du da alles bekommst. Ich habe keine Ahnung. Ja? Also ich stürze hier jetzt voll in etwas ganz Neues hinein, das sage ich dir gleich. Aber die Absicht weiß, dass ich mich sehr gut auf solche Dinge einlassen kann, da ich gefühlte 30 Jahre da sehr, sehr gut geprüft wurde. So von wegen, ich brauche ein Konzept für ein Seminar und dann, bam, wird das Ganze über den Haufen geworfen. Also ich kenne das und deswegen habe ich da jetzt auch keine Angst davor oder so. Aber jeder Tag werden wir füllen mit einem Raum. Wir werden einen Raum haben, in dem wir arbeiten und wo wir diese Energie nutzen, um in die Heilung zu gehen. Also das ist schon mal klar, ne? Das wird schon mal klar sein. Und wir werden da immer mehr diese Form, in die wir gepresst wurden und die wir anerkannt haben als die Wahrheit, also Montagepunkt, hellster Punkt im Energiefeld, der für die Wahrnehmung steht und der eben genau da montiert wurde, wo wir alle montiert sind. Das heißt, wenn wir jetzt aus dem Fenster schauen und sehen da einen Baum, dann sagen wir alle, das ist ein Baum. Da sagt keiner, da steht ein Schweinchen. Nee, da steht ein Baum. Dass wir aber anfangen, diesen Montagepunkt zu bewegen und zu sagen, ist das wahr, dass da draußen ein Baum steht? Und was wäre, wenn dieser Baum jetzt gar nicht getrennt von mir ist, also das, was ich da sehe? Und was sehe ich da wirklich? Das heißt, wir wollen natürlich auch die Trennung aufheben. Das ist das Allerwichtigste. Ja? Und deswegen gehen wir diesen Weg. Das heißt, wir müssen alles aus dem Weg räumen, unsere persönliche Geschichte aufgeben und bereit sein, diese persönliche Geschichte aufzugeben, damit wir in die Freiheit gelangen können. Das ist jetzt dieser Anspruch, den ich habe. Und wir beginnen mit der Seinswerkstatt. Ich habe ja eigentlich drei Dinge. Das nächste wäre der Seinssprung und ganz am Schluss der Meister der Absicht. So, jetzt schau mal, wie lang das hier geht. Ich habe keine Ahnung. Ja? Aber ihr wisst, wenn viele Leute zusammenkommen, kann viel, viel mehr entstehen. Und das ist genau das, was ich hier nehmen will. Ja, das ist genau das, was ich hier nehmen will. Ich will, dass wir das Bewusstsein der Erde und der Menschheit verändern. Und das geht sehr, sehr gut, wenn wir viele sind. Wie viele es sind, weiß ich nicht. Ne? Ich setze mich auch mit einem hin. Es ist mir völlig egal. Ja? Ich habe hier keinen Anspruch. Also, ja, lass uns beginnen. Am 15. geht's los. Wenn du später dabei sein willst,
Kommst du einfach dazu. Diese ganzen Inhalte wirst du dann in dieser Telegram-Gruppe finden. Erwarte also da jetzt keinen großen Schnickschnack. Das wirst du von mir in diesem Fall nicht bekommen. Aber du wirst alles finden. Telegram kann man immer schön bei Dateien und bei allem genau gucken, wo man alles findet. Zur Not in der Austauschgruppe fragen. Also du wirst mitkommen. Ja, mach dir also keine Sorgen und bitte auch keinen Stress aufbauen oder irgendwas, sondern wir wollen freudig da dran gehen. Ja? Und nicht mit dieser Erwartungshaltung, die wir in der Schule gelernt haben. Die ist nämlich falsch. So, und damit sage ich jetzt Tschüss für heute. Und wenn du dabei sein willst, nochmal E-Mail schreiben, dazu schreiben. Warum du dabei sein willst. Du bekommst dann von mir den Link und dann bist du dabei. Gut. Alles Liebe, bis dahin. Ciao.